Ihr habt der Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene zugestimmt. Das war für mich ein grossartiger Moment und auch ein erhebender Moment, weil wir haben schon gesagt, oder ich habe es ja selber gesehen, es ist spitz auf hart gegangen an dieser Abstimmung. Und es gibt heute noch Leute, die sagen, also nein, die Mehrheit sei grösser gewesen. Die Reaktionen sind bei den Frauen sind freuderfüllt gewesen. Es hat aber auch, ich habe von meinem Standort, wo ich das ganze Szenario von dieser Landsgemeinde angeschaut habe, habe ich gesehen, dass einzelne Männer einfach dann davon gelaufen sind. Also das Argument gegen das Frauenstimmrecht war immer der Fortbestand von der Landsgemeinde. Also man hat gesagt, die Platzverhältnisse reichen nicht für die Männer und die Frauen, insbesondere in Drogen nicht. Dann aber auch, dass viele Frauen gar nicht haben wollen. Gipfelt hat dann das drin, dass ich an einer Landsgemeinde morgen, wo im Garten schaue und sehe, da stehen lauter Stecken im Garten und da hat es daran verbrauchte Frauenbinden. Und an denen ist dann bekannterweise auch noch ein Zettel dran gehabt, soll das euer Frauenstimmrechtsausweis sein? Und man konnte den Frauenanteil sehr steigern, indem schon an der ersten Landsgemeinde sind ja zwei Frauen in die damals siebenköpfige Regierung gewählt worden. Und man hatte dann auch im Kantonsrat einen sehr guten Frauenanteil gehabt. Also die Frauensache ist in grossen Schritten fürstig gegangen.